Iliana Kotrobasch. Ja, erinnern Sie sich noch, wann wir zuletzt zusammengearbeitet haben? Ich glaube, es war in London, Zauberflöte, aber das Jahr erinnere ich mich nicht. Nein, aber Sie erinnern sich noch, dass wir einen Streit hatten? Selbstverständlich, ja. Das kann ich nicht vergessen. Ich auch nicht. Es war ein lebendiger Streit. Wissen Sie noch, ja, worum es sicher ging? Ja, Sie waren sehr stur eigentlich. Sie wollten unbedingt, dass die Pamina und Papageno während das schöne Duett bei mir, Herrn Tirarara, diese abwickeln. Und es hat mir meine Persönlichkeit das überhaupt nicht gepasst. Und ich hatte Sie gewinnt. Ich habe gesagt, ja, es tut mir sehr leid, aber meine Pamina, sicher, weil im Ende genommen ist doch meine Pamina. Selbstverständlich, sie kam mit ihrer Konzeption, ich wollte ihre Konzeption nicht kaputt machen, aber sie waren so überzeugt über diese Geschichte und naja, wir waren nicht... Aber wir wollen gar nicht über mich sprechen, wir wollen ja über Sie sprechen. Selbst. Aber Sie haben schon sehr viel über sich gesagt jetzt. Ja. Über die schwierige Kontrolle. Nein, nicht schwierige. Nein, ernsthafte. Wieso? Nicht schwierige. Ja. Ich weiß, dass das... Ich hatte so einen Ruf während meiner Karriere. Und, aber das ist überhaupt nicht wahr. Darf ich unterbrechen? Wie fing die Karriere denn an? Wie ging denn das los in Rumänien? Wie war denn das? Das sind viele Jahre vorher. Also ich habe... Ich bin geboren in Galaz, das ist eine kleine Stadt an der Donau und seit 1945 bin ich nach Bukarest gekommen. Mein Papa hatte einen anderen Job bekommen und so wir sind in die große Stadt gekommen und dort eigentlich habe ich mein Studium und was mir sehr viel geholfen hat in meinem Beruf, ist, dass, als ich 8 Jahre alt war, ich bin in Kinderchor in Rundfunk gegangen. Rundfunk, ja. Und von dort an fing es... Und dann waren Sie in der Bukarester Oper auch? Das war, nach Kinderchor war eine musikalische Schule, 5 Jahre, und dann an der Musikakademie in Bukarest. Und da in der Oper war ich als Kind in alle diese Opern mit Kindern, Bohème, Tosca. Ja, aber Boris. 64 hatten Sie Ihr Debüt. 64 habe ich Pelléas et Mélisande de Bussy mit die Rolle Le Petit Ignold. Wir haben sogar ein Foto gefunden von Ihnen als Ignold, ja, dort, 64. Das war mein Debüt, ja. Ihr Lehrer war Elenes. Eugene Ilinescu in der musikalischen Schule und dann später am Konservatorium, das war Professor Konstantin Stroescu. Ja. Dann haben Sie einen Wettbewerb gewonnen. Habe ich 2 Wettbewerbe gewonnen. Ja. Da habe ich 65 in Hertogenbosch in Holland und dann 66 war in München dieser Rundfunkwettbewerb und das habe ich auch einen ersten Preis gemacht. Wissen Sie noch, was Sie da gesungen haben? In der Finale weiß ich, ich glaube, habe ich... Scheherazade Ravel. Jawohl. Ja, und Professor Zallinger war der Dirigent. Und wir haben eine Aufnahme davon gefunden. Ja, das wir werden das hören jetzt. Das einen ganz kleinen Teil aus Ravels Scheherazade, die Asie. Dankeschön. Entschuldigung, dass wir hier ausblenden, aber bei dem Höhepunkt. Das war eine gute Jury, muss ich sagen, die das gehört hat schon damals. Und dann ging es Wien. Das ging es, mein erstes Engagement habe ich in Frankfurt gekriegt, bei Dohnanyi, und dann habe ich in Salzburg 2. Knabe in Zauberflöte gemacht, mit Professor Sawalisch als Dirigent, in einer Inszenierung von Dr. Schuh. Ja. Oskar Fritz Schuh und mit Helen Donat und Peter Schreier mit und ich hatte nur den 2. Knabe, obwohl ich habe im Vorsingen bei Dr. Beim Professor Sawalisch den 1. Knaben vorgesungen. Aber ich weiß es nicht, wie die Sache war und ich war furchtbar enttäuscht. Ich war so unglücklich, dass ich dürfte nicht den 1. Knabe singen. Aber so, aber so ist es. Aber Sie müssen die schöne Geschichte erzählen, bitte darum. 74 sind Sie dann
plötzlich durch Wunsch von Pavarotti sind Sie an der Skala. Es ist ein Riesensprung. Sprung jetzt. Aber das ist eine so schöne Geschichte. Es war wirklich, das ist eine Geschichte für einen Roman eigentlich, weil es ist unglaublich. Passierte, ich hatte den Tag angefangen um 7 Uhr in der Früh ohne zu frühstücken. Wir wohnten außerhalb London in Seven Oaks in Kent und ich musste um 7 Uhr nach London fahren, Röntgen für ich hatte Probleme mit meinem Magen. Und war ich in London, ich habe diese Röntgen gemacht, hatte ich noch einen Plan, wenn das Resultat vom Arzt würde irgendwo positiv, ich habe mit meinem Mann gesprochen, ich werde noch eine Gesangsstunde machen bei Janis Strasser. Und das Resultat war nicht gut, nicht schlecht und ich hatte keine Lust und ich habe angerufen, ich habe gesagt, bitte hol mich ab und ich komme nach Hause. Und er sagte, du musst sofort nach Hause kommen, weil die Leute vom Scala dich suchen. Ich war sehr aufgeregt, habe überhaupt nicht gedacht, dass es werde am selben Abend. Ja. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, wie jede wartet, einmal in La Scala zu singen. Und jede Sänger wünscht sich so was. Und ich habe gedacht, vielleicht das wird in 2 Wochen oder in einem Monat. Aber das war am selben Abend. Und ich, Bohem, ich hatte seit einem Jahr nicht mehr gesungen. Und ich hatte gerade mit Pavarotti, wir haben unsere Debüt in Chicago gemacht mit Bohem. Und Luciano hat über mich, ich weiß es nicht, ich kann auch heute nicht verstehen, wieso an dem Tag konnte man nie eine andere Sopranistin in ganz Italien finden, ja? Ich kann mir das nicht erklären. Aber die arme Pilou saß doch schon abends in der Garderobe, nicht? Die Frau Pilou, die Jeanette Pilou, die war schon an der Scala. Sie sang in der Zeit unter Maestro Böhm Marceline in Fidelio. Ja. Und sicher, sie hatte auch Bohem, Mimi gesungen und der Direktor Grassi hat ihr gesagt, wenn die Kotrubasch kommt um 8:50, dann singen sie. Wenn sie kommt um 8:45 und ich, der glückliche Schwein, entschuldigen Sie bitte, ich bin um 8:45 angekommen. Viertel vor neun abends ja, kamen ja, Sie an. Mhm. Und das war, ich hatte damals noch einen rumänischen Pass und ich konnte nicht, ich hatte das Visum für Italien nicht gekriegt. Und ja. Ich hatte keine Zeit. Sogar die Alitalia ist sehr spät gekommen nach London und statt Sind Sie am richtigen Flughafen angekommen? Nein, nicht. Nein. Statt Linate, wir sind nach Malpensa, das war noch weiter, 50 Kilometer weit. Und das war eine Geschichte. Und dann rein ins Theater, umziehen? Rein im Theater. Ich habe schon angefangen, mich abzuschminken im Flugzeug. Und dann habe ich im Theater gesehen, was für wie schlecht mich geschminkt habe. Und die Pilou war schon angezogen. Ich kam ins Theater und alle Leute waren sehr aufgeregt. Und Luciano sieht mich und sagt, was tust du hier? Was machst du hier? Und ich habe gesagt, aber du hast mich... Und Prätra hat regiert, und nicht? Prätra hat dirigiert. Karajan hatte abgesagt, glaube ich, oder? Karajan hatte abgesagt. Die Mirella wurde krank während der Generalprobe. Ich glaube, war sehr erkältet. Und so habe ich das Glück gehabt. Und es war, wie kann ich das Ihnen sagen, das war einer der schönsten Momente in meinem Leben. Ja. Und dann später habe ich Vorstellungen mit Carlos Kleiber und das war sogar noch schöner. Ja. Und haben wir sogar ein Video, eine Fernsehübertragung. Und ich muss Ihnen sagen, das ist eine, die vielleicht in deiner Karriere, in meiner Karriere, ich kann Ihnen sagen, ich habe 5 oder 6 große Momente. Ja. Die Scala-Debüt oder die Traviata mit Kleiber sind eine von diesen Momenten. Wir haben keine Aufzeichnung von dem Abend, aber wir haben eine andere. Aber Sie haben eine. Wir haben eine, mit Kleiber, und zwar mit Neil Schikow. Und Gardelli dirigiert im Covent Garden 83 die Mimi. Aber schau dir, das ist nicht mit Kleiber vom La Scala. Von Kleiber kommt noch was. Kommt. Ja. Sie waren immer sehr selbstkritisch, Frau Kotrubasch, ja, und ja. haben auch sehr klug disponiert. Ich erinnere mich, 35 Vorstellungen im Jahr, nicht wesentlich mehr, 14 Partien. Ich sage das darum, um das manchen Ihrer Kollegen ins Stammbuch zu schreiben, weil Sie das sehr klug für Ihr Leben disponiert haben. Schauen Sie, ich musste das machen, weil ich habe immer meine Grenzen erkannt und ich habe auch nicht so wahnsinnige Tentationen, irgendwo in ein anderes Repertoire zu steigen, als meine Möglichkeiten waren. Ja. Ich konnte doch nicht mit meiner lyrischen Stimme oder so irgendwo ein viel dramatisches Fach zu machen. Und ich glaube, mein Repertoire hat mir sehr viel Glück gebracht. Und ich meine, ich habe eine Karriere gemacht, die hat mir sehr viel Freude gegeben. Wie haben Sie sich auf Ihre Rollen vorbereitet?
Ja. Mehr von der Musik her, vom Text her, wie ging das zusammen? Alle zusammen eigentlich, Musik und Text. Und ich meine, das kann man die beiden nicht trennen. Das ist schön, dass Sie das sagen. Und sicher, ich weiß nicht, man sagt, kommt die Musik zuerst oder kommt der Text zuerst? Ich weiß es nicht. Das ist sehr so, aber ich habe mich präpariert. Ich meine, ich habe den Text gelesen und die Musik und dann... Und schon eine Vorstellung von der Rolle gemacht? Gemacht oder gesehen? Nein, oder? Haben Sie für sich schon für mich? Eine... Ja. Selbstverständlich, ich meine, es ist obligatorisch. Ich meine, mir, was mir persönlich oder zu der anderen, die Musik oder den, die Geschichte von einer Oper, von einem Text, dann muss man sich selbst doch in die Haut oder in den Charakter von der Partie setzen. Ja? Und ich kann mir denken, ja, wie werde ich empfinden, diese Phrase? Oder wie werde ich als Ileana Kotrubasch das machen? Oder? Das selbstverständlich, es ist obligatorisch. Ich kann doch nicht wie eine Marionette in dem Hand von einem Regisseur oder sprechen wir über ein Konzert in dem Hand von Dirigenten und wenn er sagt, du musst nur das machen und das ist, nur so ist das richtig. Ja, Sie haben es ja gesagt, dass sich eine Interpretation schon eingangs nicht aufzwingen lassen von einem Regisseur, wenn es nicht zur Musik passt. Woher wussten Sie besser, wie es zur Musik passt? Als wie. Ich wusste besser, weil ich glaube, was meine Stärke war in dem Beruf, war gerade diese Musikalität und diese Sensibilität, was vielleicht, ich hatte keine spektakuläre, oder wie heißt das auf Deutsch, spektakuläre? Spektakuläre? Ist nicht sehr deutsch, aber bitteschön. Ja. Spektakuläre Stimme gehabt und meine Qualitäten waren gerade diese unglaubliche Musikalität, wenn ich da sagen darf, und Sensibilität. Und ich glaube, was mir die Musik sagt, es ist, ich weiß es nicht, ich kann das sagen, dass es ist richtig so wie ich empfinde. Schwer für einen Regisseur und für einen Dirigenten, aber Sie haben sich oft durchgesetzt und vor allem haben Sie eins, Sie haben nie einen faulen Kompromiss gemacht. Nein, lieber sind Sie weggegangen. Ich bin ja weggegangen, nicht? Ich bin auch weggegangen und ich habe den Beruf gemacht, nur weil wenn mir das Glück gegeben hat. Aber gegen meine Natur oder gegen meine Prinzipien oder Kompromisse zu machen in dem Beruf habe ich nie gemacht. Und für das bin ich sehr stolz. Und darf ich eins hinzufügen? Ja? Sie haben immer wieder gesagt, das freut das Regisseurherz doch. Wichtig ist der Ausdruck, selbst wenn es ein paar unschöne Töne dabei gibt. Ja, selbstverständlich sicher. Ich glaube nicht, dass das große Publikum kommt, nur irgendwo ein hohen C zu hören oder eine fantastische Technik, die habe ich nie gehabt eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war keine perfekte Sängerin und vielleicht deswegen, ich habe auch so früh aufgehört. Ich bin jetzt seit letzten Dezember, ich bin à la retraite, weil das klingt viel schöner, als in Pension zu sagen. Aber warum habe ich das? Weil ich konnte, wissen Sie, mir den Beruf hat mir nicht mehr so viel Freude gemacht in den letzten Jahren, weil ich hatte angefangen zu denken. Das war nicht meine Stärke eigentlich, mein ganzes Leben, zu viel zu denken. Ja. Weil ich glaube, ich habe sehr viel vom Instinkt meinen Beruf gemacht. Ich glaube, es war richtig so. Ich muss widersprechen etwas. Sie haben das nicht nur mit Instinkt, sondern mit großer Überlegung. Wenn Sie sagen, und Sie haben so phrasiert, wenn Sie sagen, die Koloraturen der Violetta sind keine Verzierungen. Nein, es ist keine Virtuosität, das ist ein Gefühl, das ist eine Expression. Sie macht diese Sache nicht, weil ich muss jetzt das Publikum überzeugen, wie schnell kann ich die Koloraturen machen. Ja. Es gibt einen Moment dort, es gibt eine Emotion, eine Aussage von einer Geschichte. Und Gilda entwickelt sich erst durch ihre Liebe? Ja, durch sie Szene mit Szene, sie wird eine Frau, Frau werden. Und die Musik hilft dazu. Und diese Entwicklung vom Emotion, vom was jede von uns innerlich hat. Ich komme zurück zu dieser Geschichte, was für einen Künstler sehr wichtig ist. Diese emotionelles Leben innerlich. Das muss man sehr, sehr reich sein, ich glaube. Sehr reich sein. Selbst der böse Kritiker Kästing hat gesagt, als Gilda wären sie ideal gewesen. Kästing kenne ich nicht. Nein, aber er ist auch nicht sehr gut dann. Nein, er hat auch nur nach Schallplatten alles beurteilt. Aber hat Gilda, er gesagt, Gilda ist ideal. Sehr gut? Ja, Adina auch. Aber, nein,
das interessiert mich sehr, die Vorbereitung auf eine Rolle. Und da haben Sie etwas gesagt, das muss festgehalten werden. Nicht trennen Text dort, Musik dort. Nein, Oper ist dadurch definiert oder Musiktheater, dass es zusammengehört. Es gibt auch so viele Regisseure, die inszenieren nur einen Text. Ne? Ja, die sind keine guten Regisseure. Nein, glaube ich auch nicht. Das und leider haben wir zu viele diese unguten Regisseure. Ja, darauf kommen wir gleich noch. Wir haben auch nicht genügend gute Sänger, aber das soll keine Retourkutsche sein. Ja, aber wissen Sie, das ist auch, es gehört auch zu Dirigenten, die sind nicht sehr viele Dirigenten, die eine Ahnung über Stimmen haben. Auch die Theaterdirektoren, auch die Intendanten, auch die Agenten, die zwingen manchmal schönen Stimmen, junge Talenten, irgendwo ein viel schwereres Repertoire zu singen, dann sind sehr schnell kaputt, diese Sänger. Sie haben einmal gesagt, die Dirigenten sollten selbst singen können, damit unbedingt, ja, selbstverständlich. Und man muss, schauen Sie, wie viele Dirigenten sind, die Ahnung haben über eine Phrasierung oder wo muss man ein Portamento machen und wo ist die ganze Phrasierung? Und oft habe ich Dirigenten gefragt, Maestro, soll ich hier ein Portamento? Ja, Ileana, lass ich das, Sie müssen selbst entscheiden. Sie haben noch was viel Schlimmeres gesagt. Sie haben einmal gesagt, wenn ein Dirigent mir vorher sagt, ach, singen Sie mal, wie Sie wollen, Sie sind bei mir aufgehoben. Ja, das war für mich ich habe gesagt, Maestro, ich möchte nicht begleitet zu sein. Ich möchte, dass wir zusammen musizieren. Aber es ist sicher, ich habe in meinem Beruf habe ich manche Dirigenten getroffen, die fand ich sehr unmusikalisch. Und auch von den ganz großen, so genannten Großen, sagen wir, ich fand sind nicht sehr viele sehr musikalisch. Und naja, sie ist eine andere, vielleicht wir müssen ein bisschen später über die ganze Geschichte. Da kommen wir später. Aber wie war Ihr Verhältnis zum Lied, auch zum Wort im Lied? Habe ich seit vielen Jahren, habe ich sogar als Studentin habe ich angefangen, Lieder zu singen in Rumänien, in Bukarest. Als Studentin sogar in der Musikakademie. Und das hat mir, ich glaube, sehr gut geholfen, weiter in meinem Beruf. Weil Lied ist, sagen wir, ein Lied ist so ein kleines Bild. Ja? Ein Tableau, wo sind so viele Farben, so viele Gefühle, so viele Emotionen. Das ist eine ganze Welt in 3 Minuten zum Beispiel. Ja? Ja. Sagen wir, in der Oper, du hast die ganze Oper zu entwickeln. Du hast 2 Stunden oder 2,5 Stunden. Du hast Partner, du hast Kostüme, Perücke, Orchester, Dirigent, Partner habe ich schon gesagt. Aber im Lied, du bist allein. Du musst das Publikum in deine Welt von Emotionen, in deine Welt von Imagination bringen. Und das ist. Und die Arbeit, das ist die Arbeit im Raffinessen, wie sagt man, in Kleinigkeiten, in Nuancen. Und diese Arbeit, die Sänger müssen auch in der Oper bringen. Eigentlich. Schubert und Liszt waren Ihre Favoriten beim Lied, nein, oder? Nein. Meine Favoriten, wenn ich waren die französische Musik, weil ich habe sehr viel in Rumänisch studiert. Mein Lehrer war sehr gut in französisches Repertoire. Debussy, Ravel, Fauré, Duparc, aber selbstverständlich habe ich mit sehr viel Liebe gesungen. Schubert, Hugo Wolf, Brahms und... Der Text ist sehr wichtig, aber manchmal blieb der Text auch weg. Nicht? Vielleicht Text sehr oft ist vielleicht, weiß ich nicht, bei manchen Komponisten, Text ist vielleicht wichtiger als die Musik. Man, manchmal vielleicht die Musik hat nicht die Größe von dem Text in manchen Liedern. Sie haben Mozart besonders gern gesungen. Warum ist Constanze nie so ganz Ihre Rolle geworden? Oder stimmt Weil das nicht? Weil die Leute haben keine Ahnung gehabt. Dass ich eine gute Constanze war eigentlich. Sicher, ich war keine Gewehrmaschine in Koloraturen, aber ich glaube nicht, dass Mozart hat genau wie bei anderen Partien, hat nicht diese Koloraturen geschrieben, nur die Leute so impressionieren, wie mit dieser Virtuosität. Und es gibt einen Instrumentalismus dabei. Ja? Ja. Die Musik von Mozart ist sehr instrumental. Aber kann man nicht sagen, dass Mozart hat ohne Emotionen, ohne ein Gefühl. Das, selbst bei der Königin der Nacht nicht. Also die Leute vielleicht, weil ich habe die meisten von meine Partien waren diese leidenschaftliche und diese Purität vom Expression, Gilda, Pamina, was weiß ich, Antonia. Und dann vielleicht, Constanze ist schon
ein Charakter, eine sehr nobile Person, hat eine Frau mit sehr viel Charakter. Das ist eine fantastische Frau eigentlich, ja. Constanze. Wie war Ihre Beziehung zu den Komponisten, auch zu den zeitgenössischen Komponisten? Lassen Sie mich fertig machen über die Constanze, weil das ist sehr wichtig. Ja. Ich meine, vielleicht, sicher habe ich die Koloratoren nicht so fantastisch geschafft wie die Gruberova zum Beispiel oder andere Koloratoren. Aber ich glaube, dass das lyrische, das dramatische Charakter von Constanze habe ich sehr gut geschafft. Und sogar die Constanze in Traurigkeit, das ist eine Lyrico-Sopran und ist sehr viel dramatisch. Und das Duett zum Schluss mit Belmonte und Martha Narlenhardt, das ist eine dramatische Koloratur. Gut, ich war keine dramatische Koloratur, aber ich habe die sehr schön gesungen. Ich habe Ihnen das ja auch gar nicht vorgeworfen. Ich bin so bescheiden. Ja, darf ich dennoch nach den Komponisten fragen? Ja. Wie war Ihre Beziehung zu zeitgenössischen Komponisten? Nicht sehr herzlich, nicht? Ja, es tut mir sehr leid, aber zeitgenössische Komponisten haben wir nicht so viele. Und schauen Sie, man bemüht sich. Ich glaube, es sind viele Leute, die bemühen sich. Aber die müssen sich mehr bemühen. Was bedeutet bemühen sich? Wir ist sehr schwer in unsere, weil wir haben so eine fantastische Literatur bis jetzt, ja. Musikalisch und nicht musikalisch, auch Malerei und Literatur. Und wir leben eigentlich nur vom was wir schon gehabt haben. Aber was ist heute? Vielleicht unsere Gesellschaft ist sehr, ist ein bisschen leer, ist zu mechanisch in der Musik zu einer Expression zu kommen. Es ist, wir leben in eine mechanische Gesellschaft. Und die Leute, ich habe das Gefühl, und ich glaube, ich irre mich nicht, wir werden mehr und mehr leer innerlich sein. Und für Musik, man braucht ein Mensch, der kommt in der Oper oder in einem Konzert, er will nach Hause mit etwas im Ohr. Und wenn wir kommen und Noise, wie heißt das? Das macht uns nervös und wir bleiben mit, es muss eine Melodie. Es fehlt die Emotion zur Melodie. Und wenn diese Musik adressiert sich nur zu dem Geist, das ist nichts. Nein. Musik muss man auch nicht mit Herz, mit Seele. Und mit Herz und Seele hören wir etwas jetzt aus der Zauberflöte. Da ja, sicher. Die Moll-Arien, die Wiener Philharmoniker, Levine, Punnell. Das war nicht so gut eigentlich. War das nicht so gut? Nein, nein. Aber dürfen wir es trotzdem vorführen? Ja, Salzburger Festspiel 1982, die Pamina. Ach, ich fühl's. Oh!
Meine Damen und Herren, schade, dass Sie eben nicht beobachten konnten, wie Frau Kottobrosch reagiert hat jetzt gerade. Sagt sie, na, das ist aber nicht so gut, nicht hoch, ach, das ist schon besser. Warum habt ihr nicht was Besseres ausgesucht von mir? Aber das war wirklich interessant. Frau Kottobrosch, Ihr Verhältnis, Ihre Beziehung zu Dirigenten in der Arbeit. Sie haben eben gesagt, Carlos Kleiber war ideal. Carlos Sie haben doch Kleiber mit Giulini, war, Sie haben mein, doch mit vielen war mein Lieblingsdirigent. Ja. Und leider habe ich nicht sehr viel mit ihm gearbeitet. Wir haben nur ein paar Vorstellungen in Bohème gemacht, das war in La Scala. Und dann haben wir diese schöne Traviata in München gemacht. Ja. Dann weiter Vorstellungen. Ich glaube, für beinahe 10 Jahre haben wir beide, nur wir beide Traviata in München gemacht. Und noch andere Vorstellungen von Bohème in Covent Garden und in München. Und das war alles. Mit Muti, Abbado, ja, aber ich meine sicher, mit Haitink, mit Levine, mit Giulini, mit Colin Davis. Karajan habe ich. Ja. Colin mit wem Davis, haben Sie Schwierigkeiten gehabt? Mit Schwierigkeiten, mit wem habe ich gehabt? Mit Dirigenten große Schwierigkeiten eigentlich habe ich so nicht. Wir kommen ja gleich auf die Regisseure noch zu sprechen. Ja. Aber das war nicht so. Aber ich möchte jetzt ganz schnell darauf doch etwas zeigen, eine ganz andere Farbe von ihr, die man jetzt gar nicht danach vermutet. Und ich möchte doch gerne aus dem Liebesdrang, erster Akt, das Duett, es singt der Carreras, Sie, die Adina. Ja. Das sollten wir jetzt ganz schnell darauf setzen. Dankeschön. Liebesdrang. Di te impazzire, che impazzire d'amor può stare, e seguire l'usanza mia, ogni idea cambiar d'amante, come chiodo schiaccia chiodo, così amore mi schiaccia l'uomo, e nel mezzo io me la vado, e nel mezzo scolde il mortino. Ihr Verhältnis zu den Regisseuren. Nein, ich sage es viel konkreter. Sie sind, nicht diskreter, Sie sind bei Nöthes und Jägin in Wien weggegangen. Warum? Ja, das war ein unglücklicher Fall eigentlich. Es hatte angefangen eigentlich mit, er war ziemlich unruhig, weil sein Scenograf war Jürgen Rose. Ja. Und ich glaube, er war krank damals und er konnte nicht kommen. Und dann, wir haben angefangen für den Text ein bisschen zu arbeiten, weil die Besetzung war nicht sehr gut. Und wir haben ein bisschen gearbeitet und dann haben wir angefangen, die Proben. Die Art zu probieren vom Nölte ist, er ist gewöhnt, mit Schauspielern zu arbeiten. Ja. Und ich glaube, das passt zu Schauspielern. Die setzen sich auf einem Tisch, an einem Tisch und zuerst lesen den Text und dann diskutieren das und das. Für uns, für Sänger, ich glaube, wir müssen unbedingt die Bühne spüren. Und wir müssen auf dem Brett unsere Gefühle und die Stimme und wie der Körper sich bewegt und das und das. Und wir haben dann angefangen, diese Briefszene von Tatjana. Und wir sind in einem Moment gekommen, der hat gesagt, nein, Sie müssen das jetzt, Tatjana schreibt den Brief. Und auf einmal sagt sie, nein, das ist nicht so, ich muss noch einmal anfangen. Ja? Und ich habe den Brief runtergeschmissen. Ich habe gesagt, nein, die Tatjana macht nicht so, sie müssen sofort, weil sie hat Angst, dass die Njanja wird. Ja, das sieht er findet. Und ich habe gesagt, das ist ein Unsinn, entschuldigen Sie bitte. Und das ist, ich habe wieder gesagt, ja, meine Tatjana empfindet das anders. Und das haben wir angefangen und er hat sehr viel, wir waren sehr unglücklich. Ich war sehr unglücklich eigentlich, weil ich habe ihnen gesagt, ich habe meinen Beruf gemacht, nur weil mir so viel Freude gegeben hat. Und wenn ich unglücklich war, dann ich musste das nicht machen. Ich bräuchte das nicht. Ja. Niemand hat mich gezwungen, eine Produktion zu machen und mit Leuten zu arbeiten, wo ich nicht glücklich und habe ich kein glücklichen Rapport gehabt oder Relation. Ja? Und, aber Nölte ist eine Person, der hat sehr schöne Sachen gemacht. Das kann ich ihm nicht streiten. Aber er wollte eine andere. Er wollte, nein, das finde ich nicht bei Regisseuren, dass die wollten unbedingt
imponieren nur deren eigene Konzeption. Und die müssen sogar denken, dass ein Künstler oder ein Sänger kommt mit seiner eigenen Persönlichkeit. Ja. Mit meiner Präparation habe ich auch doch gelesen und mich präpariert für die Party. Doch ja. Ich komme doch nicht so ganz nackt dort und sage, bitte schön, erzählen Sie mir, was passiert eigentlich, was macht diese Tatjana? Viele ich habe sogar den Pushkin gerne. Gelesen, ja. Bin ja. In einer Traduktion, Nabucco, und ich habe mich präpariert und ich habe meine Idee. Ich kam nicht ihm zu sagen, ich will nur das machen. Nein, das ist ein Zusammenarbeit. Ja. Und sicher, wir sind zwei verschiedene Personen. Jeder hat seine Persönlichkeit, seine Ideen, seine Konzeptionen. Und selbstverständlich, er musste und die Regisseure müssen doch immer denken, passt es zu dieser Person? Und warum machen die Regisseure zum Beispiel, wenn die denken mit einem Intendant zusammen, die machen die Pläne, wir werden eine neue Inszenierung machen, Zauberflöte zum Beispiel. Ja. Und wir haben den Regisseur, wir haben den Dirigent, aber die denken nicht, aber was für Interpreten haben ja. wir? Weil das ist, ein Regisseur oder ein Dirigent muss zuerst sagen, wir machen Zauberflöte, wir machen Traviata für mit dieser Person, mit ja. diesen Interpreten, ja. weil ja. wir haben diese Interpreten. Passt das, diese Inszenierung, oder passt das, die Kostüme? Das, aber es sind so viele Sachen zu diskutieren. Aber es geschieht so oft, genau das, was Sie sagen, es geschieht, dass wir uns unser Regiebuch mit redlicher ja, Arbeit ja. vorbereiten, ja. denken an die Bühne, denken an alles, aber denken nicht an die Figuren, weil wir sie ja. oft noch gar nicht kennen. Und sie und wir kommen treffen mit einer Konzeption, ja. ohne zu denken, mit wem, für wem, welche Person werde ich inszenieren in dieser Oper? Passt das zu dieser Persönlichkeit, passt zu dieser Musikalität oder zu dieser Sensibilität? Manchmal, Frau Gottschalk, ich darf das sagen, hatte man das Gefühl, als ob man glaubt, Sie wollten zeigen, Sie wissen es besser als wie der Regisseur. Nein, um Gottes Willen. Nein, ich wollte... So ein Genie bin ich wieder nicht. Nein, ich wollte mich überzeugen lassen. Und ich wollte, dass die Leute, wie ein Regisseur oder ein Dirigent, musste viel mehr wissen, als ich... War Ihre Tanja ein junges Mädchen? War ein junges Mädchen, weil der Pushkin will das so. Und die Musik vom Tschaikow, sie hat sogar... Das ist nicht eine Oper, das hat lyrische Szenen. Ja, ja. Und die Tatjana ist... wann fängt die Oper? Sie ist 18 Jahre alt. Oder so, 16. So ist sie, ja? Nein, 18. 16, ja. Nein, 18 ist der Onegin. Nein, Onegin ist 28. 26 im letzten Akt. Nein. Sieben Jahre ist er durch die Welt gewandert und ist 26, als er im letzten Akt kommt. 7 Jahre durch die Welt gewandert. Aber wir wollen nicht überlegen. Ich habe gerade Premiere gehabt, leider. Ich ja? Hab, ja? Haben Sie sich gut präpariert? Ich habe mich gut Tatjana präpariert. Tatjana ist 18, ja. ich glaube, nicht gut. 16. Gut, 16. Also, ja. am Ende... Ist Olga älter oder jünger als Tatjana? Ist jünger. Aber das glauben Sie mir, 18 ist der Onegin bei Pushkin. Gut, das ist die Diskussion. Aber Sie wollten das junge Mädchen und er wollte mehr eine, soll ich sagen, Heroine. Nein, das Wort ist falsch. Nein, das glaube ich nicht. Ich erinnere mich ganz genau jetzt nicht. Aber es war ein großer Presseskandal. Aber das war auch nicht wahr, weil ich bin in die Direktion gegangen. Ich habe gesagt, bitte schön, ich bin sehr unglücklich, das macht mir keine Freude. Wir verstehen uns nicht und es hat keinen Sinn, dass wir weiter arbeiten. Und lassen Sie mich weggehen. Ja. Und die Leute haben mich weggelassen. Aber was die Zeitung geschrieben haben, das war ganz falsch. Die Kotrubasch ist schreiend vom Theater rausgekommen und es war ein Riesenskandal. Und das musste nicht sein. Sicher, die Leute warten immer, die wollen Skandale. Und das ist nicht richtig. Sie haben behauptet, dass Regisseure viele Opern zerstören, indem sie sich in eine andere Zeit verlegen. Ist das nicht legitim? Schauen Sie, es ist nicht die Sache, dass sie in eine andere Zeit verlegen. Es kann in eine andere Zeit verlegen sein, aber wie und mit welcher Person und wie diese Leute wollen unbedingt etwas davon vom die Oper etwas anders machen oder dazu machen oder wie kann ich das erklären? Weil die haben nicht genug Kraft, die Oper so zu führen, wie es geschrieben und musikalisch. Ich glaube, die sind sehr viele Regisseure, die kommen jetzt vom Theater, ja, und sind seit so vielen Jahren, die kommen vom Theater und die sagen, wir müssen unbedingt die Oper entstauben, weil das passt nicht mehr zu unserer Zeit. Und entschuldigen Sie bitte, die haben nicht recht. Weil sehr viele Leute, die kommen vom Theater, die sind sehr gute Dramaturgen, oder wie kann ich das nennen? Ja, gibt's auch, ja. Aber die sind nicht musikalische Leute, die kennen die Musik und vielleicht die Musik, die sagen denen nicht sehr viel. Und das finde ich falsch. Aber Frau Kotrubasch, ich bin jetzt nicht hier, um den Regisseurstand zu verteidigen. Ich wollte Sie ja befragen. Es geht nicht um mich. Aber eins muss ich sagen, Sie sind doch der lebende Gegenbeweis von dem, was Sie sagen. Früher wurde Oper gespielt, so wie es auf dem Blatt stand, da wurde weggespielt, da stand die vorne und sang, ihre Arien gehen weg. Sie sind doch als Musiktheater
Begeisterte ja. und als Darstellerin ja, ein ja, Beweis, dass ja, ja. Oper anders gespielt werden muss. Aber wie können Sie akzeptieren, dass diese Produktionen, was jetzt kommen, ein Figaro, Mozart Figaro in der Zeit von Nazi oder Tosca in der Zeit von Nazi oder weiß ich nicht, Aida in Frankfurt, diese, warum die Leute können akzeptieren so Hässlichkeiten und so die Sachen, die überhaupt nicht passen? Und wieso akzeptieren die Sänger sowas zu machen? Das finde ich eine Schande, das finde ich wirklich wahr. Die haben nicht diese Kraft zu sagen, aber das ist eine Schande für den Komponist, das kann ich doch nicht akzeptieren, sowas zu sagen. Aber, weil die Intendanten heutzutage sind so Despoten und Diktatoren, ich muss das sagen. Sind Sie ein Intendant? Ja, ich bin Intendant. Ich will es hoffen, dass Sie nicht so ein Despot sind. Also, und die jungen Sänger, die in ein Theater engagiert, vielleicht, die haben Angst, die sagen, mein Gott, wenn ich nicht akzeptiere diese Unverschämtheit zu haben, oder wie das ist, dann ich werde entlassen. Und das ist falsch. Da sind sehr viele Leute. So wissen Sie, wie oft habe ich mit jungen Sängern diskutiert oder mit Sängern, ich habe gesagt, warum haben sie diese Sache akzeptiert? Ja, du hast gut reden, du heißt Iliana Kotrubasch, du kannst dir, das ist falsch. Ich erinnere mich an mein Debüt in Frankfurt in 68. Ich habe mein Debüt mit Zauberflöte, eigentlich die Edith Mathis musste die Premiere machen, sie wurde krank und ich bin eingesprungen. Und wir haben den Regisseur Filippo San Just. Ja. Und wir haben am Anfang diskutiert und ich war überhaupt nicht bekannt damals, niemand kannte mich, ja. Und wir haben manche Diskussionen und ich habe gesagt, ich empfinde das nicht. Und vielleicht wie ich mir vorstellen, ich wollte anders. Und es ginge, ja. Aber ich möchte gerne vorführen aus dieser Onegin-Aufführung in Wien, die Asagarow dann nach Nölte weitergemacht hat, einen Ausschnitt aus den Bühnenbildern von Rose. Marc Ermler hat dirigiert. Und wir sehen einen Ausschnitt aus Eugen Onegin, die Tatjana-Briefszene. Thank you.
leider war ich schon zu alt für Tatjana. Nein, das Kostüm war nicht günstig. Nein, das Kostüm war nicht günstig. Zu schwer. War das Tempo gut? Nur zu langsam und hatte keinen Nerv. Und sogar war ein Russe als Dirigent. Ja, war ich sehr, schade, meine Damen und Herren, dass Sie wieder nicht gesehen haben. Sie hat die ganze Rolle mitgesungen und hat sich ganz dramatisch aufgefüllt. Aber das ist eine sehr schöne Partie. Hat das Bühnenbild mit Ihnen was zu tun, wenn Sie darauf gehen, auch so das Kostüm? Wirken Sie damit an Ihrem Kostüm, wenn eine neue Produktion kommt? Ja, das muss ich auch etwas dazu sagen. Ich muss dann auch mich wohlfühlen und sicher, das für mich ist sehr wichtig. Wir haben eben über den Intendanten schon gesprochen, aber Ihr Verhältnis zum Intendanten, eine Sache nehme ich Ihnen übel, oder nahm ich Ihnen übel, dass Sie nach einer Aufführung in Zürich vor den Vorhang gingen und obwohl Sie aus der Probe diese Produktion kannten, hinterher sich das distanziert haben. Das kannte ich, ja, entschuldige, ich war gezwungen, das zu machen. Wirklich? Ich war gezwungen, die Vorstellung zu singen, weil hätte ich nicht singen, ich musste die ganze Vorstellung bezahlen. Weil es war eine Gala-Vorstellung, die Preise waren höher und ich wollte absagen und die haben mir gesagt, wenn Sie absagen, dann müssen Sie die ganze Vorstellung. Ich habe gesagt, gut, ich werde singen. Ich habe gesungen und dann ich musste sagen, weil das war eigentlich eine große Schande für das Theater. Aber der Intendant hat Ihnen doch schon morgens gesagt. Ja, aber Intendant, er musste sich schämen eigentlich und der Dirigent auch, der Herr Weigert, weil die sind alle beide zu mir gekommen. Ich habe gesagt, liebe Frau Kotrubar, Sie müssen uns entschuldigen, die Produktion ist nicht so schön, und aber wir müssen das von die frühere Direktion nehmen und das war sicher, ich musste das sagen, weil das war eine Schande, nicht nur für die Direktion, das war eine Schande für die Sänger, die vor mir akzeptiert zu singen haben. Und singen und die Gage nehmen und dann hinterher sagen, es war schrecklich. Ich habe gesungen, ich habe... Ja, aber dann erklären, also das habe Der Direktor hat auch seine Gage bekommen, er muss ja auch nicht die Gage nehmen, wenn er hat... An dem Abend hat er nicht gesungen, habe ich gehört. Nein, aber er war Direktor von der Theater, er musste auch nicht. Sie halten das nach wie vor für richtig, dass man nach einer Vorstellung vor den Vorhang geht und dem Publikum erklärt, es ist eine Schande, dass ich hier singen vielleicht musste. Vielleicht muss ich vor der Vorstellung sowas sagen. Ja, vielleicht. Ja. Dann und vor nicht allem, mehr, weil der arme Regisseur keine Gelegenheit hatte zu erwidern. Ja, aber der Regisseur, habe ich danach mit ihm gesprochen. Ich habe gesagt, wie konntest du so eine Schande machen? Und er hat gesagt, ja, mein Gott, man ist jung und man versucht. Ja. Und das war keine Entschuldigung. Verzeihen Sie, mit Verdi und mit Traviata darf man sowas nicht machen. Und ein Direktor von einem Theater musste zuerst die Produktion anschauen. Wir wollen noch nicht über Zürich diskutieren, aber wenn ich vor den vorgegangen wäre, hätte gesagt am Abend, wir hatten die teure Kotrubasch, aber die hat schlecht gesungen. Was hätten Sie denn gesagt? Ja, ich hätte die Gage nicht bekommen. Wenn das Publikum hätte gesagt, richtig, also haben recht, hätte er die Gage nicht bekommen. Aber ich habe gut gesungen. Ich Ihre Antwort war immer, und das ist Ihr Leben gewesen, ich war nie diplomatisch. Das ist wahr. Das waren Sie nie. Sie sind immer in alle Fettnäpfchen getreten, die es gab. Nein, ich war nicht diplomatisch. Nicht. Das muss ich jetzt noch wissen, ich habe das gelesen. Sie konnten das gar nicht hören, ertragen. Was war das Schmatzgeräusch Ihrer Schritte auf dem Flughafen Plastikboden? Das haben Sie geschrieben, das hätte Sie verfolgt während der ganzen Aufführung. Nein, das war ein Fußboden. Das dauert nur diese, wie im Flughafen, das war Kautschuk oder wie heißt das, diese Plastik. Und das war während der ganzen Aufführung? Das war während der ganzen Vorstellung. Das hat Sie so nervös gemacht? Ja, das verzeihen Sie bitte. Das ist meine Entschuldigung. Dankeschön. Der Eklat war nicht geplant. Nein. Was meinen Sie? Ich meine, das ist klar. Sie waren wirklich spontan am Schluss, sagten Sie, jetzt bin ich so böse, jetzt erkläre ich das. Ich musste das zum Problem, das habe ich unbedingt, das musste ich. Weil das auch durch die ganze Pressewelt gegangen ist, will ich ja nur unser Publikum aufklären. Ich meine, sicher, die wollten den Skandal unbedingt haben. Ja. Aber es war viele Sachen, die haben die Zeitungen geschrieben, waren nicht richtig. Die Opernwelt, diese Zeitung, hatte empfohlen, dass der Intendant Sie nie wieder engagieren soll nach Zürich. Hat er Sie wieder engagiert? Waren Sie jemals wieder in Zürich? Ich würde nie mehr, also unter dieser Direktion hätte ich nie mehr gesungen, unter den Herrn Gross oder wie hieß. Grosser. Große. Ja. Wie war Ihr Verhältnis zum Publikum? Sehr gut, ich glaube. Sie haben etwas sehr Schönes gesagt. Wir müssen Freude geben, aber auch Traurigkeit. Ja, sicher. Wir müssen die ganze Gamma vom Gefühle und Emotionen zum Publikum geben. Und die helfen uns auch. Ich meine, die müssen uns auch etwas geben. Weil wir haben sehr viel von uns, aber die müssen auch uns etwas zurückgeben. Und nicht nur das Publikum. Die Leute, mit wem wir zusammenarbeiten, Regisseuren und Dirigenten, Partner, Orchester, die müssen auch etwas zurückgeben. Wenn ich jetzt etwas hastig bin, bitte ich jetzt zu entschuldigen, wir müssen strikt um 8:30 aufhören. Warum mögen Sie keine Opernübertragungen im Fernsehen? Opernübertragungen im Fernsehen? Doch. Lieben Sie nicht so sehr gerne? Doch. Nee. Live-Übertragungen? Das kleine Bild verfälscht das Original, haben Sie mal gesagt. Nein, ich glaube, ich habe nicht über Schallplatten gesprochen oder über Fernsehübertragungen. Fernsehübertragungen.
Haben Sie vielleicht korrigiert das Urteil? Kann sein, ja. Wenn ich sage, direkte Übertragung, das, ich bin einverstanden. Das ist Ihr Verhältnis zu den Kollegen war? Immer sehr gut. Immer gut? Ja, immer sehr gut. Sie mögen das nicht, wenn der Pavarotti so viel Reklame um sich macht? Nein, das ist nicht. Ich möchte, dass, wenn er glücklich ist und wenn er meint, dass er braucht sowas, dann bitte schön, er kann das. Aber ich glaube, wir sind in eine Zeit gekommen, jetzt, dass Kunst ist, hat etwas so viel Kommerzielles. Und das für mich ist nicht mehr Kunst. Man braucht nicht, zum Beispiel, wir sind im Mozart-Jahr, ja? Ja. Schauen Sie überall auf Bonbon, auf Chewing Gum oder ich übertreibe. Ist. Überall macht man so eine Publizität. Ich glaube, dass das ist eine Schande für Mozart eigentlich. Braucht er sowas nicht. So eine Publicity braucht er wirklich nicht. Ja. Bevor wir das Verdi-Requiem einspielen, ich weiß nicht, ob das zusammenpasst, das würde ich gerne, eine konzertante Aufführung. Schön, ich glaube, damals habe ich mich Mutti wollte unbedingt, dass ich Verdi-Requiem. Ich glaube nicht, dass meine Stimme war die richtige Stimme für Verdi-Requiem. Aber ich glaube, es war eine schöne. Eine Frage aber vorweg. Es war Konzertgebau unter Mutti. Eine Frage vorweg. Ihr Verhältnis zur Presse. Zur Wiener Presse, oder? Ah, ist schrecklich. Ich meine, gut, jetzt müssen wir sprechen, oder? Ja, jetzt dürfen Sie doch sprechen. Ja, 2 Minuten. Schauen Sie, ich finde, dass die Wiener Kritiker waren, die sind eigentlich die unhöflichsten und auch vom literarisches Punkt, oder wie kann ich das sagen? Ich fand immer, dass die haben furchtbar geschrieben, auch nicht schön zu lesen eigentlich. Und ich habe die schlimmsten Kritiken bekommen nach Konstanz in Salzburg, das war während der Festspiele. Und die haben, mich nicht gemocht haben, aber man darf doch nicht über einen Sänger in so ohne Niveau das Schreiben. Das fand ich sehr, sehr, sehr verzeihen Sie, wenn ich das jetzt abbreche, man müsste viel länger darüber sprechen und intensiver. Aber noch schöner ist jetzt das Verdi-Requiem zu hören. Konzertgebauer 1976 unter Mutti. Dankeschön. Und mit ihr. So gerne hätte ich jetzt ausführlich mit Ihnen über die Ausbildung gesprochen. Sie haben mal gesagt, die Ausbildung in den sozialistischen Ländern war früher sehr viel. In meiner Zeit, in Ihrer Zeit. Man lernte Fechten, Theorie, Musikgeschichte, Analyse. War sehr komplett die Education. Und Sie geben ja jetzt auch Meisterkurse. Jetzt, ich möchte sehr gerne Meisterkurse geben und mit jungen Sängern arbeiten und werden meine Passion für den Beruf geben, vielleicht von meiner Experienz, und das macht mir sehr viel Freude. Darüber müssen wir noch diskutieren. Aber Sie haben einmal gesagt: Ich hoffe, der liebe Gott gibt mir klaren Verstand, im richtigen Moment Nein zu sagen und aufzuhören. Ich glaube, war das der richtige Moment? Ja, war der richtige Moment, ja. Dann ist es auch jetzt der richtige Moment mit Traviata, Placido Domingo, Schenk, Bayerisches Staatsorchester, Kleiber, ihrem geliebten Dirigenten, als letzte Einspielung zu hören und zu sehen.
Singen werden Sie nicht mehr. Möchten Sie jetzt nicht Theater spielen? Gerne, sehr gerne möchte ich das machen. Welch eine Zukunftsaussicht. Dankeschön. Das war's. Dankeschön. Dankeschön. Danke.